Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Yoshi's Woolly World. Ich krieg dich! Nein! Nein, ich laufe weg. Wir hatten 1,6 hatten wir, genau. Und 1,5. Und 1,5. Das haben wir sogar geschafft. Ja. Ist jemand? Xilebo, Obelix, wem ist das aufgefallen? Jedem wahrscheinlich. Vermutlich. Nun gut, machen wir mal 1,7. Mhm. Herumgekrebst am Strand. Strandlevel. Mhm. Lass mich da rein. Stampfattacken sind stärker. Komm, wir können uns sogar mal einen heute gratis holen. Sollen wir einfach diesen Stampfattacken sind stärker? Oder willst du einen anderen nehmen? Da können wir sogar unterschiedliche zeigen. Guck mal, du könntest dich in jeden Abgrund da unten stürzen. Oh ja, einmal kann man es immer machen. Ja. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann aussieht. Mhm. Ich habe dann riesen Stampfattacken oder so. Ich meine, das werden wir nicht immer machen, aber... Nee, man kann zumindest jeden einmal demonstrieren. Außer das Level überspringen. Ja. Ui. Habe ich gerade rechts die Gegner getötet? Mach nochmal. Uiuiui, aber das sieht schön aus. Guck mal hier ganz vorne das Blau. Also ja, das Wasser. Das glitzert so. Die Möwen da im Hintergrund. Kann ich? Ja, ich kann auch schwimmen. Oh, cool. Oh, süß. Moment, das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Kann ich den wirklich töten? Ja, wow. Ich töte einfach alles in der Umgebung mit meiner Stampfattacke. Wir sollten aber vielleicht nicht zwingend alles töten, weil wir vielleicht ab und zu auch ein paar Eier brauchen. Du solltest vielleicht auch Moment. Nicht dauernd diese Stampfattacke machen. Mhm. Es regnet. Immer zu deiner Verfügung. Jo. Was bist du denn? Ach, die Krebse. Oh, guck mal, eine Handtasche. Was? Der ist eine Handtasche. Guck doch, wenn er hier gleich aufgeht. Geh wieder auf. Ey. Töte ihn einfach. Da ist es gerade, weil die Dinger brauchen zumindest früher immer drei Eier, um sie kaputt zu machen. Schieß mal das Ei übers Wasser. Ja. Interessiert, ob das funktioniert. Ey, so in Absicht gemacht. Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Moment. Oh, ein Schieb. Der ist ja süß, guck mal. Nom. Nom. Oh. Schade. Hab ein Geschenk für dich. Yay! Moin Yoshi für mich. Oh, guck mal, hier ist aber. Guck mal, das Ding springt über Wasser. Da hat die Handtasche aufgemacht. Ich würde da weglaufen. Okay, hier reicht sogar jetzt ein Schlag aus. Anscheinend. Oh, eine Blume. Ein Geschenk für dich. Yay. Kann man da rein? Ja. Ich habe Sachen gefunden. Sehr gut. Moment, kann ich dem jetzt einfach auf den Kopf springen? Boff. Autsch. Voll durch. Ah, Moment. Hätten wir in diesem Level, gibt es überhaupt keine Abgründe? Das könnte ich mir sogar gut vorstellen, dafür, dass einfach überall jetzt hier Wasser ist. Noch irgendwas? Nein. Aber ich liebe dieses Wasserlevel. Ich hoffe, die machen noch eine eigene Wasserwelt. Das wäre cool. Das Ding kommt nicht wieder. Ich mach. Na gut, dann mach du das. Ich guck, ob hier noch was ist. Yay! Rot und grün schon, okay. Also ich hoffe ja, dass sie eine Wasser- und Eiswelt machen und eine ganze Eiswelt. Ah, okay, ich muss sogar nur ein paar Mal auf ihn draufspringen, dann ist er schon besiegt. Oh. Ah, hier, Moment, hier können wir das mal ausprobieren. Aha. Mal probieren. Mhm. Ah. Ui, Blume. Ja, sehr schön. Auch die Sonneneinstrahlung hier von oben ist echt schön. Ach, das ist eine Möwe, diese, ja. Diese Knoten. Ich habe noch mehr Sachen gefunden. Sehr gut. Achso, die mit hast du. Mhm. Okay, und da ist eine Verwandlung wahrscheinlich. Und sonst ist hier nichts. Irgendwas Schwimmendes vielleicht? Ein U-Boot. Schiffchen? Zumindest gab es U-Boot in alten Yoshis. Hm. Mal gucken. Ein Motorrad? Okay. Motorrad-Yoshi, er macht weder vor Gegnern noch Wänden halt. Drücke Arm zu springen. Können wir denn bremsen? Ja, ich kann drehen. Ja. Aber jetzt können wir mal aneinander vorbeifahren. Das ist ja cool. Versuchen wir alles zu sammeln. Oder hol du einfach alles, was ich verpasse. Das ist echt cool. Ja. Das ist so vor allen Dingen so rasant. Ich wollte doch... Sorry. Hab ich. Kommst du? Ja. Okay. Diese coolen Stunts. Ja, jetzt müssen wir nur ein bisschen beeilen, wenn wir kurz mal umdrehen mussten. Oh Gott. Oh Gott. No! Weil ich umgedreht habe. Ich wollte gucken, ob da noch irgendwas ist.
Das müssen wir nur auf den Anfang machen. Ja. Aber nur das hier. Ist ja nicht so schlimm. Nee, es sah so aus, als könnte man da vielleicht auch noch lang, deswegen wollte ich umdrehen. Dann machen wir es aber so, dass wir an der einen Stelle, dann gehst du unten lang und ich gehe oben lang oder so. Ja. Aber das ist so lustig. Ja, na da. Nein, das hab ich dir auch verpasst. Danke. Jo. Njong. Sind wir nächsten wieder gleich auf. So, du gehst gleich unten. Aha. Das müsste, glaube ich, hier nach dann kommen. Mhm. Weil kann man dann, siehst du dann überhaupt unten was? Ja. Nein. So. Zu schnell. Aber du bist noch da. Jetzt bin ich nicht mehr da. Es wird schon wieder nichts. Glaube ich. Bleiben wir uns. Wobei. Wir sind, glaube ich, ein bisschen schneller als eben. Boah, war gerade so. Immerhin bist du noch durchgekommen. Ja. Das war sehr knapp bemessen. Ja, auch nur, weil ich gestorben bin diesmal. Passiert. Ich finde, die Musik ist auch so unendlich entspannt hier. Hör mal. Hm. Yoshi. An der Kante. Links noch was? Gut abgefangen. Ja. Bong, bong, bong. Oh. Na gut, brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Wie kommt man da unten rein? Ich habe eine Idee. Ah, sehr gut. Es ging nicht bis ganz nach unten, deswegen bin ich auf die Idee gekommen. Moment, Melone. Ah, die gibt's ja auch wieder. Zack. Zack. Ich sammle das Zeug ein. Ja, zack, zack, zack und zack. Und zack. Perfekt. Ja. Dieser Sonnenschirm war auch so süß. Bom, bom, bom. Ja, gut. Moment, da kann man doch sicher wieder... Zack. Zack. Perfekt. Wunderbar. Ich will den Shy Guy da... Gut. Wir sind den noch erwischt. Ich habe keine Ahnung. Kann man da überhaupt drauf? Ah. Ja, oh. Es regnet. Yay. Hier musst du echt alles mitnehmen. Hm? Ich habe eine Melone. Maschinengewehr, Yoshi. Das war eigentlich nicht der Plan, aber irgendwie bist du mir plötzlich so vor die vors Maschinengewehr gesprungen. Ja. Kann man auch. Das wollte ich eigentlich nicht machen, eigentlich wollte ich nur nach unten. Denn. Da dann. Ah, sehr gut. Ah, okay, das schießt man sogar durch. Ah, wie cool. Moment, da oben hat's. Glitzert's doch, sehe ich doch. Ja, sieh mal einer an. Ah. Das? Okay, wir haben nichts verpasst. Sehr gut. Ich glaube, das hier ist ein Job für dich. Moment. Ich möchte jetzt da keine zu große Absprache machen, deswegen. Da ist was doch versteckt, das sehe ich doch. Ich will gerade versuchen, mal so hier durchzukommen, ohne eine Arschbombe zu machen. Du schiebst mich gerade etwas weg. Ja, ich hab's gemerkt. Au! Voll die Birne! So gut. Ja, und da haben wir noch was. So, eins fehlt noch. Aha. Zack. Ih, geh weg. Ah. Ach, da haben wir was gefunden. Ja. Sieh meine an. Das mit der Melone ist cool. Zack. Ja gut, die brauchen wir gerade nicht. Nee. Aber vielleicht irgendwo ein Secret vielleicht noch hier oben. Vielleicht da oben. Da hängen auch noch Melonen. Miau. Nee. Und weg. So. Achso, ich muss auch wieder aufspringen. Ich glaube, hier musst du auch wieder mit einer Melone runter, oder? Du kannst da nämlich und runter durch. Ja. Und, Moment. Hier hin. Du siehst immer mehr wie eine Kuh aus, wenn du dich so in die Stampfattacke verwandelst, finde ich. Mö. Ja. Moment. Schütze dich. Yay. Aber ich habe keine Eier dafür. Moment. Muss da vorne noch einsammeln? Ja. Ich glaube, wir haben wieder einen verpasst. Das kann gut sein. Ich habe eine Blume. Durch. Ja. Ich wette wahrscheinlich bei dem Motorradteil haben wir wahrscheinlich was verpasst. Ja, vermutlich. Weil ich unten, glaube ich, auch nicht alles eingesammelt habe, wo ich lang gefahren bin. Könnte sein, dass da noch was war. Mhm. Ja gut, aber wir haben, glaube ich, sonst alles andere? Beide. Glaub, beide mal, ja. Es gab keine Abgründe. Ja, wir haben eins verpasst. Na gut. Immerhin. Aber diese Riesenstampfattacke ist ziemlich krass. Ja, das stimmt. Macht doch alles kaputt, was auf dem Bildschirm ist. Ich konnte ja nicht wissen, dass es in dem Level keine Abgründe gibt. Hm. Ach, das wieder. Nee.
Na dann. Zack, 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 zack. Zack. Ah. Ach, du hast irgendwo Zeit eingesammelt. Weiß nicht. Du hast meine Dinge abgeschossen. Tut mir leid. Ich stand gerade so in dieser Richtung. Wieder ganz viel gesammelt. Ja, das andere mag ich lieber. Muss ich nicht schießen. Mit dem Eierschießen ist noch nicht so meins. Gewöhnt man sich dran. Oh. So. Mal gucken, was für ein Yoshi ich bekomme. Mhm. Die sind so niedlich. Grün, rot, schwarz. Ach, der Wassermelon-Yoshi. Ah, der Melon-Yoshi. Wie passend. Ja. Ich mag Wassermelonen. Ich nicht. Gut, dass du den hast. Mhm. Huch. Ja, das sieht schon nach Xilebo aus. Ja, dann würde ich sagen, wir machen den Boss. Und beim nächsten Mal dann nachholen und Bonuslevel. Ja. Ich glaube, das klingt ganz gut. Okay. Boss Xilebos Schloss. Na dann. Boah, jetzt wieder ohne. Wie viel kostet denn eigentlich der Schnapp? 5000! Wow. Ich will aber diesmal mal ausprobieren. Ich will wissen, was das ist, wenn ich nicht in Abgründe fallen kann. Na dann. Ich will das ausprobieren. Boah, 7500 unserer Münzen. Ach, braucht man eh nicht. Am Ende brauchst du genau 100.000. Ja. Für irgendetwas. Jetzt sind wir beide so rot. Das ist ein bisschen verwirrend. Du hast zumindest eine weiße Nase. Ui. I came in like a woolly ball. Oh nein. Danke. Bitte. Ich gehe da mal weiter. Mhm. Irgendwas scheint nicht so. Wie viele kann man eigentlich mit sich führen? Ich glaube 6. Jetzt will ich es mal ausprobieren. Moment. Praktisch. Du kannst aber einfach theoretisch in jeden Absprung springen und gucken, ob da irgendwas ist. Ja. Ach, Moment. Da haben wir schon das erste. Ich will da hoch. Jan, komm und helf mir. Oder geh da so hoch. Tut hier jetzt irgendwas. Ah. Sehr okay. Gut. Ich will. Ah, Xilebo. Moment. Nicht kaputt machen? Nicht? So, jetzt kannst du sie kaputt machen. Ich hab die Sachen hier oben. Ach so. Du musst einen Stampfattack auf ihn machen. Ach so. Zumindest war es früher so. Ich bin fast tot. Die Info kam etwas zu spät. Ich kann die auch einfach so platt machen. Nee. Moment. Hol die mal. Oder ich hol die mal. Mhm. Was ist damit? Mann, das kann man nur von oben, ne? Scheint so. Moment, guck mal, das große Wollknäuel. Nein, auch nicht. Und wo kommt man da hin? Ihm hier? Moment. Guck mal, jetzt mal jetzt kurz die Sachen hier, die ja, wenn schon alle gerade spawnen. Ja. Machen wir aber besser noch nicht kaputt. Mhm. Ah, guck mal. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, ob ich da vielleicht nach oben links kann. Ich dachte, ich komme da noch rüber. Nee, so nicht. Aber ja. Moment. Ah, da hätte man sicher nach rechts gehen können an der Stelle. Willst du mal nach unten drücken? So, versuchen wir mal zu zweit da hochzukommen. Moment, fliegt man noch ein bisschen? Jetzt noch ein bisschen hoch. Moment. Schade. Fangen wir das mal. Ah, fast. Flieg du mal hoch, dann versuche ich nach oben zu schießen. Mhm. Moment, wenn am hohsten. Hä? Sind wir durch die Tür geflogen? Das funktioniert nicht. Und sonst irgendwie. Wahrscheinlich auch zu zweit nicht, ne? Ja, komm. Yes. Oh. Ah, da kommt man wirklich so lang. Komm, irgendwie kommt man da doch immer noch hoch. Ja. So, ich mach die mal erstmal aus dem Weg für dich. Mhm. Damit du den nicht irgendwie nochmal rein...
Hab ich gerade irgendwo. Achso, unten gibt's auch Sachen, wenn man da durchläuft, oder? Achso. Oder wenn man sie besiegt. Nee, wenn man hier unten durchläuft. So, du kannst dir erstmal da wieder was holen. Yay. Mach hier mal auf. Da brauchen wir einen Schlüssel. Mhm. Autsch. Ja. Wow! Fast runtergefallen. Oh. Geh mal dahin. Wollen wir das mal? Wie bist du jetzt gestorben? Du kannst doch keine Hinabgründe fallen. Tja. Moment, nicht kaputt machen. Aha. Jetzt darfst du es kaputt machen. Ah. Achso, ja gut, so wären wir auch dran gekommen. Oh, Secret. Willst du hinterherkommen? Aha. Ah, oh, wie mies. Hm. Oh, wir haben eine Verbindung. Wahrscheinlich war weiter links war noch was. Ja. Arschbombe. Autsch. Was ist da oben? Da wollte ich gerade hin. Okay. Ich dachte, das würde funktionieren. Hier hinten noch was? Nee. So riesen Wollknäule ich habe. Ja. Moment. Utsch. Ich wollte nicht wieder rausgehen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Du hast mich in die Tür geschubst. Ach so, jetzt bin ich schuld. Du bist immer schuld. Willst du einfach in die Ecke gehen? Ich habe versucht, in die Ecke zu gehen. Ich habe nichts gemacht. Du hast doch anscheinend nach oben gedrückt. Geh in die Ecke und schäme mich. Lass dich am besten von denen nicht dann treffen. Was soll ich denn hier machen? Du hast mich hier in der Ecke abgestellt. So, hab alles. Dinger sind doof. Ach ja. Hilfe. Hallo. Kann ich denn? Ich kann denn auf den drauf springen. Ey. Ich nehme dich mal mit. Komm nicht auf dumme Gedanken. Darf ich? Moment. Mal gucken, ob hier noch was Verstecktes ist. Okay, jetzt darfst du. Okay. Wir sind beide fast tot. Dann dürfen wir das Level wohl auch nochmal machen. Mhm. Irgendwie habe ich nicht gesehen, dass du im Weg standest. Komm runter! Versuche ich doch! Moment. So, jetzt auf den drauf. Das funktioniert nicht gut. Ja, da gut. Oben ist noch Wollknäuel, geh zurück! Moment, ich will kurz das hier holen. Autsch. Komm her. Nein! Moment. So, ich nehme dich mal kurz mit. Mhm. So, darf das auch machen. Yay! Schlüssel. Nein! Okay, ich habe alles. Gut. Wir können gehen. Die Dinger sind nicht mein Fall. Nee. Das war nicht so ganz geplant. So süß. Stand so ein bisschen im Weg. Wie immer. Mhm. Du hast gerade sogar ein bisschen mehr Energie als ich. Fragt sich, wie lange noch? Machen wir dich mal kurz weg und holen dir mit dir fast. Ich nehme dich mal so mit. Okay. Wobei, Moment, wenn ich sterbe, wäre es nicht so gut. Ja, gut. Das war nicht schlecht. Nein. Oh, weißt du was? Bleib mal schön da stehen. Ich bring mich mal kurz um, damit ich wieder mehr Energie habe. Mhm. So, jetzt
Sag mal da unten, ich schick dir mal ein paar Eier runter. Okay. So, dann auf die andere Seite. Auf die andere Seite. So. Okay. Das ist schon irgendwie gemein hier. So. Ah. Wow, wow, wow. Okay. Ich überlasse das dir. Mhm. Da oben. Achso, das wurde automatisch eingesammelt, ne? Mhm. Ich komme gleich. Okay. Du kannst ja eh nicht abgrunde fallen, von daher. Ja, du musst es ja nicht provozieren. Das war nicht geplant. Moment, da drüber ist was, über dem. Ja. Moment. Hey, jo. So. Muss auch hochkommen. Ja. Nein! Ja, gut. Du hast gesagt, dass ich so hochkomme. Ich hab's gemacht. Ja, nichts verpasst, das ist gut. Quatsch. Leben. Ja. So. Oh Gott. Das hier ist wirklich die erste Welt. Anscheinend. Hilfe. Jojojojo. Tot. Du kannst eh nicht sterben. Willst du mich kurz so wiederholen? Ja, wenn du herkommst. Danke. Nein, schieb mich doch nicht wieder weg. Nee, komm doch nicht hoch. Hallo. So. Nein! Ich wollte da nicht wieder runter. So, Moment. Jetzt müsste ich nur noch erwischen. Ja. Das ist schwerer, als man glaubt, wenn die Dinge einen auch noch wieder runterschieben. Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind tot. Vielleicht krieg ich die noch. Schnell, komm her. Oh. Jan! Die Dinge habe ich wieder runtergeschoben. Ich konnte nichts machen. Aha. Die schieben einen so doof runter. So. Dahin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir wären fast zum... Oh, ich habe die Blume gefunden. Nein! Wir wären fast zum ersten Mal gestorben. Ja. Wären wir nicht zu zweit, wären wir jetzt schon sehr oft gestorben. Hm. Willst du da unten durchlaufen? Oh. Das war erstaunlich gut. Ja, im Gegensatz zu dem, was ich gemacht habe. Ja, ne? Auch zum Boss. Also ganz ohne Eier. Wolle. Was auch immer. Wolle, Eier, Eier, Wolle. Wolle, Eier kaufen? Nein. Schade. Ist ja schon süß. Ihr Yoshi seid ganz schön hartnäckig. Ich dachte, ihr hättet schon längst aufgegeben. Xilebo, knotet dir die Hose zu und schnapp sie dir. Perfekt, wir waren im ersten Yoshi's Island in der, im ersten Turm der Boss. Hm. Und nicht erst im Schloss. Ist hier irgendwo irgendwas für Eier? Hm. Hm. Ah. Schieß mal auf die Hose. Zieh ihm die Hose aus. Ah. Ah, sie ist wirklich die Hose aus. Auf wen muss ich denn jetzt schießen? Ich denke mal auf den. Yay. Die Perspektive ist auch interessant. Hm. Ich will. Okay. Nein! Oh. Das hat nicht so ganz so funktioniert. Nee. Weil du auf einmal vor mir standest. Und jetzt ist ihm peinlich, dass er keine Hose mehr anhat. Wäre das nicht peinlich, wenn du auch mal keine Hose mehr anhättest? Vor zwei fremden Leuten. Ja, doch. So ein bisschen. Das war jetzt nicht so schwer. Nee. Aber das Level schwerer. Ja.
Ja gut. Das ist doch fast gut, ne? Was die Energie betrifft, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Mhm. Oh, wieder interessante Farben. Ja. Und wenigstens die Gun. Wieder um eins. Also 19 ist irgendwie so Standard bei uns. Ja. Dürfen wir da ganz viel suchen. Mhm. Gucken, was jetzt passiert. Mhm. Ein neuer Trickanstecker. Eine Melone. Wahrscheinlich dürfen wir da eine Melone oder so. Ja. Ins Level nehmen. Was rieche ich denn jetzt Schönes? Das Xilebo-Yoshi. Oh, der ist ja süß. Ja. Ah. Eine Bergwelt. Ich hätte jetzt Wüste und gesagt. Ein bisschen Wüste, ja. Aber du hattest ja vielleicht auch einen Vulkan da oben. Ah. Du hattest ja schon mir letztens gesagt, dass die Welten teilweise so ein bisschen zweigeteilt sind, von der Thematik her. Warum nicht, ne? Außer die erste, die hat so ein bisschen was von allen. Ja. Hallo. Süß. Dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Part auf jeden Fall das Bonus-Level. Gut, aber dafür brauchen wir noch zwei Blumen, um es zu machen. Die wir vorher noch holen. Mhm. Ich denke mal, ich schneide das so im, ich sag mal, Schnelldurchlauf zusammen einfach. Im nächsten Part. Das, wo wir die Sachen halt vergessen haben. Mhm. Das werde ich dir auf jeden Fall noch zeigen. Wobei dann ist hier um die Sache. Wenn es nur Energie fehlt, dann brauchst du ja eigentlich nicht zu zeigen, das Level, oder? Nee, nee. Dann nur den Levelabschluss vielleicht. Guck gerade nur, was uns fehlt. Da fehlt uns noch eine Wolle. Mhm. Dann gucken wir mal am Anfang an. Da fehlt uns nur eine Blume, die letzte. Da hatten wir die Wolle. Da, glaube ich, war Energie. Und eine Blume. Und Stempel. Tatsache. Und ein Stempel. Da hatten wir alles. Energie und ein Stempel. Ein Stempel. Also sag mal so, wenn wir irgendwas vergessen haben, was versteckt ist, dann zeige ich euch das. Und wenn es nur irgendwie Energie ist, dann zeige ich einfach nur den Abschlussbildschirm vom Level. Ich denke mal, das reicht. Mhm. Und ja. Irgendwie so machen wir das. Und da lässt eine ganz schöne Staubwolke beim Laufen. Ja. Ganz viel Methangas, oder wie? Das ist alles ganz viel Stickstoff. Au! Der tat schon ein bisschen weh. Ah, gut. Dann würde ich sagen, mit diesem Flachwitz, das war's für heute mit Let's Play Yoshi's Woolly World und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.